Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Wir befinden uns der Vorlesungsreihe der Biologie, und zwar bei der 13 schon, und heute werden wir uns mit dem zweiten Teil vom Auge befassen. Und das ist auch gleichzeitig der zweite Teil, wo es um die Sinnesorgane geht. Hier abgebildet sehen wir nebenbei das Auge eines Uhus. Zunächst müssen wir uns aber damit befassen, was das Licht ist, das machen wir unter Punkt 1, denn alles Sehen beruht irgendwie auf der Aufnahme von Lichtwellen und natürlich deren Auswertung und Interpretation. Beim zweiten Punkt gehen wir auf das Hell- und Dunkelsehen ein. Der dritte Punkt ist das Farbsehen. Die hängen ja mehr oder weniger miteinander zusammen. Es sind halt nur Spezialisierungen. Bei Punkt 4 geht es dann um Illusionen. Da werden wir uns damit befassen, wie diese Wellen nicht nur aufgenommen werden, sondern vor allem darum, wie sie interpretiert werden. Denn unser Gehirn tut Bilder nicht nur danach erfassen, welche Reize eingehen, sondern es tut auch quasi ungefragt, wenn man so möchte, sie schon direkt interpretieren. Das kann dazu führen, dass Illusionen, also Sinnestäuschungen entstehen. Hier in dem Fall natürlich davon, dass wir einfach was sehen, was gar nicht so ist. Aber wir nehmen es halt so wahr, weil unser Gehirn es direkt quasi schon anpasst. Und unter Punkt 5 schauen wir, wie wir denn von einem statischen Bild, also quasi einen singulären Bildreiz zu einem Film gelangen, also der Aneinanderreihung von diversen Bildreizen, die dann ein Video quasi werden lassen, was wir als Film interpretieren. Kommen wir aber erstmal zum Licht, der wesentlichen Grundlage für alles, was wir sehen nennen, denn darauf beruht eigentlich auch dieser gesamte Sinn, dass wir einfach Lichtwellen wahrnehmen können. Wenn wir vom Sehen nämlich sprechen, reden wir über nichts weiter als die Aufnahme von Lichtreizen, die mittels Sinnesorganen aufgenommen werden. In den bekanntesten Fällen halt den Augen. Oftmals fragen wir uns, wie denn verschiedene Farben entstehen können. Und hier an dem Prisma dargestellt sieht man es eigentlich gut. Weißes Licht ist quasi eigentlich bunt. Das hat damit zu tun, dass wenn man alle möglichen Farben als Licht, also von Licht übereinander lagert, ein weißer Lichtstrahl rauskommt. Das heißt, weiß beinhaltet alle Farben und bricht man dieses Licht, wie hier an diesem Prisma, dann tut sich dieser singuläre weiße Lichtstrahl in die verschiedenen Farbmedien aufteilen, was wir rechts sehen, was daran liegt, dass sie alle eine verschiedene Wellenlänge haben und damit einen anderen Brechungswinkel. Dadurch können wir die Wellen mit verschiedenen Wellenlängen, also quasi die verschiedenen Farben, voneinander trennen. Ja, und ähnliches macht quasi auch unser Auge, das verschiedene Wellenlängen von Licht mit verschiedenen Farben interpretiert, was uns das Farbsehen ermöglicht. Aber wir müssen uns erstmal fragen, was denn Licht in dem Sinne denn eigentlich ist. Und ja, es ist halt Teil der elektromagnetischen Strahlung, eine von sehr vielen elektromagnetischen Strahlungen. Und hierbei gilt, umso kurzwelliger eine elektromagnetische Strahlung ist, wie zum Beispiel Gamma-Röntgenstrahlung oder die sehr bekannte UV-Strahlung, desto mehr Energie wohnt ihr inne und desto gefährlicher ist sie auch. Die Strahlung, die wir sehen können, also für den Menschen, liegt von einer Wellenlänge von 380 bis 780 Nanometern etwa. Alles, was eine niedrigere Welle hat und damit quasi auch gefährlich ist, ist das ultraviolette Licht und was drüber liegt, ist das infrarote Licht. Theoretisch sind diese Sachen auch alle sichtbar, aber halt nur nicht für uns, weil unsere Sinneszellen, unsere Augen, darauf nicht reagieren können. Und wenn wir jetzt mal unten unterhalb dieser farblichen Skala schauen, zu der gesamten elektromagnetischen Strahlungsleiste, dann sehen wir, dass das, was wir sehen können, wirklich nur ein Bruchteil aller Wellen ausmacht. Gehen wir weiter nach rechts, kommen wir dann langsam zu den hörbaren Sachen, wie UKW, FKW, Mittelwelle, Langwelle, das, was wir als Sendemedien für Radios etc. benutzen. Und gehen wir weiter in den kleineren Bereich, kommen halt die gefährlichen Strahlungen, Röntgenstrahlung, Gammastrahlung oder auch die Höhenstrahlung. Die Farbe ist die Resultat des Lichts, und zwar jeder Stoff absorbiert und oder reflektiert Licht bestimmter Wellenlängen. Das reflektierte Licht, das ist das, was wir eigentlich wahrnehmen, sodass dessen Wellenlänge der gesehenen Farbe entspricht. Das sehen wir hier an A dargestellt. Ein Objekt, was für uns hier in dem Fall orange aussieht, ist deswegen orange, weil es Licht anderer Wellenlängen absorbiert und damit quasi verschwindet,
obwohl man das nicht so sagen kann, weil Energie verschwindet nicht, sondern sie wird umgewandelt, aber der vereinfachte Teil, sagen wir in der Grafik hier dargestellt, sie verschwindet, weil sie nicht mehr sichtbare Form hat. Allerdings das Orangene, das wird reflektiert. Das heißt, ein weißer Lichtstrahl, Licht ist in der Regel weiß, trifft auf ein Objekt und dieses Objekt tut nur das orangene Licht in diesem Fall reflektieren, das andere absorbieren. Dadurch sieht es für uns halt orange aus. Es ist also durchaus möglich, dass andere Organismen dieses Objekt anders wahrnehmen. Zum Beispiel Hummeln empfinden den Himmel nicht als blau, sondern als pink. Wenn wir diesen Gedanken weiterspinnen, müssen wir uns fragen, wie sieht es denn aus mit einem weißen Objekt? Das ist hier bei B der Fall. Ein weißes Objekt absorbiert halt quasi gar keine Wellen oder keine Lichtwellen zumindest und reflektiert damit Wellen jeder Strahlung und jeder Farbe, jeder Wellenlänge. Das heißt, weißes Licht trifft auf den Körper und weißes Licht, quasi buntes Licht, wird reflektiert. Die Ironie daran ist folgendes: Mischt man Licht verschiedener Farben zusammen, wird es weiß. Mischt man hingegen alle Farben aus einer Farbpalette zusammen, wird dieses schwarz. Das liegt daran, dass wenn man Stoffe mischt, die gewissen Farben absorbieren, dann vermischt man ja quasi alle und folglich kann kein Licht reflektiert werden. Wenn ich jetzt Gelb, Blau, Rot, Grün zusammenmische, da habe ich eine Farbe, die in der Lage ist, Gelb, Rot, Blau und Grün zu absorbieren. Das heißt, genau diese Wellenlängen wird es absorbieren und nicht reflektieren. Und mache ich das mit quasi allen Farben, werden quasi alle Farben absorbiert. Gegenteil ist Variante C. Wird jegliches Licht, sichtbare Licht absorbiert, ist dann die Farbe schwarz, da kein sichtbares Licht mehr reflektiert wird. Damit kommen wir zu Punkt 2, dem Hell- und Dunkelsehen. Das wird jetzt eher ein bisschen technisch, die Abbildung rechts lässt es vermuten. Fachbegriff dafür ist das skoptische Sehen und die Bauteile, die Organe, die das für uns tun, genau genommen eigentlich Organellen, und sind die Sinneszellen, die Stäbchen genannt werden. Diese sind lichtsensitiv, das heißt, reagieren auf bestimmte Wellenlängen, die wir als Licht betrachten. Die Leuchtdichte hierfür muss von 0,00003 cd pro Quadratmeter bis 0,03 cd pro Quadratmeter oder anders ausgedrückt 3 Mikro-D pro Quadratmeter bis 30 Milli-D pro Quadratmeter sein. Und da man sich darunter gerade mal überhaupt nichts vorstellen kann, mal vereinfacht ausgedrückt, das entspricht ungefähr einem bewölkten Nachthimmel oder 50 Photonen. Also wirklich nicht sehr viel. Die Stäbchen reagieren auf Licht der Wellenlänge 450 bis 550 Nanometer, das entspricht blau-grün. Das Maximum liegt bei 500 Nanometern. Das Maximum liegt allgemein in der Regel immer so in der Mitte. Bei den Stäbchen handelt es sich um zylinderförmige Strukturen, welche in dem nach außen gerichteten Bereich der Außensegment genannt wird und von einer Plasmamembran umgeben ist, das lichtsensitive Molekül Rhodopsin enthalten. Und dieses liegt in sogenannten Disscheiben vor. Also wir müssen uns vorstellen, es sind so kleine Scheibchen drin, die sind voller Rhodopsin. Das ist halt ein chemischer Stoff, der, wenn er dann mit Licht in Berührung kommt, also mit Photonen, eine Reaktion auslöst. Ja, treffen diese Photonen halt auf das Rhodopsin, wird es angeregt und isomerisiert. Das bedeutet, dass eine Konformationsänderung, ein Umbau von Bindungen stattfindet. Dabei entsteht dann Meta-Rhodopsin 2, welches anschließend hydrolytisch in Opsin und Retinal gespalten wird. Hydrolytisch, das heißt, dadurch, dass Wasser angelagert wird, kriegt das eine eine OH-Gruppe, das andere kriegt ein Wasserstoffatom und die Bindung, die eigentlich die beiden, in dem Fall das Opsin und Retinal, zusammengehalten hat, wird gespalten. Der Abbau bewirkt, dass cGMP, also das Monosinphosphat, innerhalb der Disscheibe zu GMP abgebaut wird. Die Plasmamembran verfügt über einen Natriumkanal, welcher durch cGMP offen gehalten wird, das ist also quasi ein permanenter Fluss. Und das ist ein permanenter elektrischer Reiz. Wenn jedoch dieses cGMP natürlich abgebaut wird, dann kann der Natriumkanal nicht mehr offen gehalten werden. Er verschließt sich,
es findet kein elektrischer Reiz mehr statt und es kommt zu der sogenannten Hyperpolarisation, das heißt eine elektrische Überladung. Solange er offen ist, findet ein Kationfluss über das Cilium zum Innensegment statt. Dieses verfügt über Mitochondrien, den Golgi-Apparat, einen Zellkern und ist stoffwechselaktiv. Durch die eingeschriebenen Kationen werden im Innensegment Glutaminsäurevesikel hergestellt, welche die Synapse erreichen, die dort angrenzt, und diese als Neurotransmitter Aktionspotenziale generieren, welche im Nervenzentrum verarbeitet werden. Wenn nun aber Licht einfällt, wird ja dieser Natriumkanal geschlossen. Damit wird natürlich auch der Kationfluss unterbrochen. Das heißt, die Kationen erreichen dann das Innensegment nicht mehr. Und daher kann auch keine weitere Glutaminsäure hergestellt werden. Das führt natürlich dazu, dass die Aktionspotenziale ausbleiben. Und dieses Ausbleiben von einem Reiz, der bisher die ganze Zeit da war, deutet unser Nervenzentrum dann als Lichtreiz und tut dies als entsprechendes Bild abbilden. Farbsehen ist ähnlich, aber ein wenig komplexer. Es wird auch photoptisches Sehen genannt und durch die Zapfen bewirkt. Das sind halt die lichtsensitiven Sinneszellen, die auf farbliches Licht reagieren. Wie ich schon sagte, in Aufbau und Funktion ähneln sie den Stäbchen, allerdings gibt es natürlich einige Unterschiede, sonst wäre es ja gleich. Ihr Außensegment ist zum Beispiel nicht zylindrisch, sondern kegelförmig. Und sie reagieren erst bei einer Leuchtdichte von 3 bis 30 cd pro Quadratmeter. Das entspricht 200 Photonen, ist also deutlich weniger sensitiv. Das photosensitive Molekül hierbei ist auch nicht das Rhodopsin, sondern es gibt verschiedene Jodopsine, je nach Zapfentyp. Sie sind nur ein Hundertstel so empfindlich wie Stäbchen. Das liegt daran begründet, dass viele Stäbchen auf einer Ganglionzelle laufen, was auch zum unscharfen Sehen in der Dunkelheit führt, weil der Ort der Reize halt nicht genau abgebildet werden kann. Man muss sich also vorstellen, dass diese eine Ganglionzelle die Reizweiterleitung bewirkt und da sind viele Stäbchen drauf. Nun ist es klar, wenn da viele Stäbchen drauf sind, kommen auch viel mehr Reize an. Allerdings, wenn viele auf eine Sache gebündelt werden, dann ist natürlich dieser Reiz auch nicht sehr genau. Deswegen können wir nur ein unscharfes Bild haben. Ist quasi zu vergleichen, wie wenn man einen riesigen Trichter hat und gibt dort kleine Kügelchen rein an verschiedenen Positionen. Unten gibt es aber halt nur einen kleinen Auslass. Und wenn wir nur den kleinen Auslass betrachten können, dann sehen wir halt nicht, wo wir genau oben dieses Kügelchen reingetan haben. Wir wissen also, wenn wir quasi ein großes Brett mit diesen Filtern erstellen würden, mit diesen Trichtern, dann sagen wir 10x10 Trichter, sind 100 Trichter, und tun jetzt willkürlich von oben Kugeln fallen lassen. Dann können wir jetzt genau sagen, aha, im Trichter Nummer 5, Zeile 3 zum Beispiel, da sind so und so viele Kugeln gelandet. Wir können jetzt aber halt nicht genau sagen, ja, und die sind innerhalb des Trichters weiter links gelandet, weiter rechts, wo auch immer. Und so ist das ungefähr, muss man sich das mit den Photonen vorstellen, die jetzt auf die Stäbchen treffen. Naja, das führt auf jeden Fall dazu, dass der schnell reagiert. Und das Gegenteil bei den Zapfen ist halt, dass zu jedem Zapfen genau eine Ganglionzelle gehört. Dadurch ist es natürlich weniger empfindlich. Wir stellen uns jetzt vor, wir haben halt keinen Trichter, sondern wir haben jetzt ein Brett mit Röhren, mit vielen verschiedenen. Und immer wenn eine Kugel fallen gelassen wird, fällt sie quasi in eine Röhre. Das ist die Wahrscheinlichkeit jetzt, dass wir genau eine Röhre treffen, also genau eine spezielle Röhre, ist natürlich jetzt geringer, weil halt die Oberfläche verglichen mit einem Trichter geringer ist. Allerdings der Vorteil ist halt, wir können jetzt genau sagen, in welcher Röhre was angekommen ist, weil ja die Öffnung oben genau der Öffnung unten entspricht. Und deswegen, genau wie in dem Beispiel, das ich jetzt gerade hatte, können Zapfen viel genauer ein Bild lokalisieren und damit viel, viel schärfere, höhere aufgelöste Bilder machen. Es ist halt nur schwerer, sie quasi dazu zu bewegen. Deswegen sehen wir bei Dunkelheit auch eher hell-dunkel. Und wenn dann genug Licht da ist, schalten wir auf das Farbsehen um. Das dauert allerdings auch teilweise bis zu einer halben Stunde. Allerdings der größte Unterschied zu den Stäbchen besteht darin, dass es drei verschiedene Zapfentypen gibt.
welche natürlich auf verschiedene Wellenlängen reagieren und damit es ermöglichen, Farben zu sehen. Denn jetzt wird nicht mehr unterschieden zwischen Reiz ist da oder Reiz ist nicht da, sondern zwischen den einzelnen Farben. Der erste Zapfentyp ist der sogenannte S-Zapfen. Das S steht kurz für Short oder für etwas länger ausgedrückt Short Wavelength Receptor, also ein Rezeptor, der auf kurze Wellenlängen reagiert und bezeichnet damit das Vorhandensein von Iodopsin, welches auf kurze Wellenlängen von 350 bis 450 Nanometer reagiert. Das Maximum liegt hierbei bei 420 Nanometern. Das ist dann quasi unser Zapfen für das Blausehen. Das zweite ist der M-Zapfen. Ja, M steht jetzt für Medium, für Mittel und umschreibt halt quasi das Sehen auf mittlerer Wellenlänge von 450 bis 550 Nanometern, wobei das Maximum bei 534 Nanometern liegt. Das ist unser Zapfen für das grüne Licht. Dann haben wir noch den dritten Zapfen. Wenn es S für Short und M für Mittel gab, gibt es jetzt L für Lang. Und damit wird eigentlich der Zapfen bezeichnet, der das Iodopsin hat, welches auf lange Wellenlängen von 550 bis 650 Nanometer reagiert, wobei hier das Maximum bei 564 Nanometern liegt. Und das ist dann halt gelbes bis rotes Licht. Allerdings wird jetzt jemand, der das so stupide betrachtet, einwenden: Moment, wir haben Blau, Grün, Rot, wunderschön. Das sind drei Farben. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich mehr als drei Farben sehen kann. Ich kann auch Gelb sehen, Lila, verschiedenste Graustufen, hell, dunkel, grün oder blau. Ja, das ist natürlich korrekt. Das ergibt sich daraus, dass durch das Mischen der verschiedenen Reize. Zum Beispiel, wenn wir jetzt das Violettes nehmen, die tun ja blaues und rotes Licht reflektieren. Und hierbei werden dann die S- und L-Zapfen aktiv, was Violett ergibt. Das können wir jetzt auch mal so darstellen. Als Beispiel: zwei Photonen mit der Wellenlänge für Blau treffen auf unsere Sinneszellen, dann sehen wir halt Blau. Haben wir allerdings jetzt ein Photon auf blauer Wellenlänge und ein Photon auf roter Wellenlänge, dann wird unser S- und unser L-Zapfen jeweils einer aktiviert und wir können dann quasi lila sehen. Haben wir jetzt drei Photonen, wobei einer blau und zwei rot sind, dann sehen wir wahrscheinlich eine Art Lila, was ins Rot eher hineingeht, also fast schon vielleicht eher ein Pink. Und so kann man das halt beliebig machen mit verschiedenen Wellenlängen, die auf unsere Augen treffen, werden verschiedene Zapfen aktiviert. Und wenn wir zum Beispiel 60% Aktivierung blauer Zapfen haben und 40% Aktivierung roter Zapfen, dann sehen wir halt etwas, was lila ist mit Richtung Blau. Das hängt halt von Anzahl der Photonen ab und natürlich von der Wellenlänge, die diese Photonen haben. Und damit verlassen wir jetzt den relativ theoretischen Pfad, wie das denn funktioniert, und kommen quasi zu einer praktischen Anwendung, den Illusionen. Denn hier geht es einen Schritt weiter. Wir hatten jetzt ja quasi gehabt, Reiz entsteht, Reiz wird aufgenommen, Reiz wird verarbeitet, Reiz wird ausgewertet. Und jetzt auf diesen letzten Punkt dieser Auswertung können, ja, ich nennen wir es mal Fehler passieren. Fehler ist relativ, weil meistens ist es richtig, aber in dem Moment, wo eine Illusion entsteht, ist es falsch. Das hat damit zu tun, die Lichtreize, welche die Augen wahrnehmen, werden natürlich im Nervenzentrum ausgewertet und zu einem Bild verarbeitet. Das ist ja der Sinn, der dahinter steht. Und hier ist halt quasi die Krux, dass nicht nur wahrgenommene Reize, sondern auch das auf unser Erfahrungsgedächtnis mit einbezogen wird von unserem Gehirn. Und das Bild, was wir sehen, das ist nie die Wirklichkeit. Entspricht nicht genau den Photonen und den Wellenlängen, die eingetroffen sind, da es bereits im Vorfeld durch Abgleich unserer Erfahrung interpretiert wurde. Wir sehen also eine bereits interpretierte Version. Wir sehen nie die Realität, sondern eine Version, das unser Gehirn für uns schon quasi vorinterpretiert hat. Das ist auch zum Beispiel ganz praktisch, denn so sind wir in der Lage, Entfernung einzuschätzen. Wir müssen, wenn wir jetzt einen Ball auf ein Ziel werfen, nehmen wir zum Beispiel Basketball, wir versuchen, einen Korb zu werfen, dann müssen wir jetzt nicht genau darüber nachdenken, okay, die Entfernung ist so und so weit, ich brauche den und den Winkel, die und die Kraft, sondern unser Gehirn hat quasi für uns schon interpretiert, dass wir das so sehen, wie wir auch planen zu werfen. Am besten merkt man das, wenn man
irgendwas macht mit der rechten und mit der linken Hand. Mit der rechten Hand haben wir quasi schon die Erfahrung. Da weiß unser Gehirn, da ist schon abgestimmt, die Stärke und so, wie wir werfen müssen. Und mit der linken Hand kennt es das noch nicht. Umgekehrt ist es natürlich bei Linkshändern, die werden wahrscheinlich eher links als rechts trainiert sein. Es gibt natürlich auch beidhändige Menschen. Quasi unser Gehirn nimmt uns schon einiges an Arbeit ab. Es zeigt uns schon die Wirklichkeit so, wie sie für uns praktischer wäre. Wie ich gerade sagte, das ist grundsätzlich sehr sinnvoll. Wir können so Entfernung besser einschätzen und verzichten damit auf bewusstes Denken, haben mehr Platz für bewusstes Denken, was auch sehr viel Sinn macht, weil etwa 99% ist unterbewusst, was wir machen. Nur 1% ist bewusst. Und wenn wir denken, dass wir nur maximal zwei Dinge parallel können und nur sieben Sachen in unserem Ultra-Kurzzeitgedächtnis zu behalten vermögen, ist es schon sehr sinnvoll, dass viele Sachen routiniert werden und von unserem Unterbewusstsein quasi vorbearbeitet werden. Allerdings dieses Vorarbeiten vom Gehirn, dass es überlegt, wie ist dieser Gegenstand jetzt zu interpretieren, wie weit ist er weg, oder wo wird er sich wahrscheinlich hinbewegen, wenn es ein bewegender Gegenstand ist, führt in gewissen Situationen zu Fehlinterpretationen, welche als optische Illusion wahrgenommen werden können. Lustig dabei ist eigentlich, dass jemand, der diese Erfahrungen nicht hat, also zum Beispiel ein sehr junges Kind, wird auf Illusionen nicht reinfallen, weil das Gehirn von ihm diese noch nicht interpretiert. Ihm, dem Gehirn fehlt noch die Erfahrung. Ein gutes Beispiel sehen wir hier rechts abgebildet. Das wird einfach Kaffeewall bezeichnet. Und wir haben hier wirklich horizontale Linien, die parallel zueinander stehen, aber für uns schräg erscheinen, weil die Kästchen nicht senkrecht untereinander angeordnet, sondern versetzt angeordnet sind. Und unser Gehirn versucht das halt quasi in einer Linie zu interpretieren, was aber quasi falsch ist. Anderes Beispiel ist dieses Quadrat hier. Starrt man auf den schwarzen Punkt in der Mitte des grünen Quadrates für einige Sekunden und dann ganz schnell auf das weiße Quadrat daneben, dann wird man ein pinkes sehen. Und das basiert auf der Überreizung des M-Zapfens, also für mittlere Wellenlänge, was grünes, und wird Nachbild genannt. Der wird so stark gereizt, quasi mit grünen Wellen werden wir überflutet, dass wenn wir dann auf das weiße Viereck schauen, unser grüner Rezeptor quasi ausgeblendet wird oder nicht mehr so stark ist. Das heißt, das Weiß, was uns entgegenstrahlt, hat ja grünes Licht. Aber da unsere anderen Zapfen gerade nicht aktiv waren, werden diese jetzt mehr beansprucht und unser grüner Zapfen oder unsere grünen Zapfen, Plural, wird das grüne Licht jetzt nicht so stark nehmen. Und wenn wir jetzt von Blau, Rot und Grün, quasi unsere Zapfentypen haben, das Grüne wegnehmen, wird hauptsächlich Blau und Rot übrig bleiben, also lila. Aber das Bild wird pink sehen, weil ja trotzdem noch grüne Reize ankommen. Interessant ist auch dieses Bild hier. Wir tun Größe abhängig von der Umgebung interpretieren. Schauen wir uns das an, haben wir hier jeweils einen blauen Kreis in der Mitte von roten Kreisen. Und der blaue Kreis rechts erscheint auf ersten Blick größer als der links. Weil, und das ist eigentlich der Grund dahinter, weil unser Auge versucht jetzt das Verhältnis blau zu rot, also des blauen Kreises zu den roten umliegenden Kreisen zu interpretieren. Und sagt uns halt, wenn da größere Kreise drumherum sind, ist der blaue im Verhältnis kleiner. Oder umgekehrt, sind die roten Kreise drumherum kleiner, ist der blaue im Verhältnis größer. Und daher wirkt es auf uns so, als wären diese beiden blauen Kreise nicht gleich groß, weil unser Gehirn quasi das bereits schon interpretiert hat. Auch ein interessantes Bild haben wir hier rechts. Und zwar, wenn man diesen schwarzen Punkt in der Mitte fokussiert und seinen Kopf vor und zurück bewegt, dann hat es den Anschein, als würden die kreisförmig angeordneten Rauten drumherum sich bewegen. Und das liegt an der Fokussierung durch unsere Augenlinse. Wenn wir den schwarzen Punkt nämlich fokussieren und uns bewegen, dann tut sich ja quasi unsere Entfernung zum Bild verändern. Aber unser Auge muss, wenn wir ja die Entfernung zu einem unbewegten Objekt verändern, das wieder scharf stellen. Und dadurch, dass es scharf stellt, fokussiert es ran, wenn wir uns wegbewegen und fokussiert raus, wenn wir uns dazu hinbewegen. Und dadurch bewegen sich die Rauten drumherum, weil diese außerhalb dieses Sichtfelds liegen und quasi gleich bleiben. Allerdings wirkt es halt so, als würden sie sich drehen.
Und damit kommen wir auch zum letzten Thema von dieser Vorlesung, wie wir denn von einem statischen, unbewegenden Einzelbild zu einem Film gelangen. Und der Unterschied zwischen Bild und Film ist einfach darin, dass ein Film viele, viele, viele Bilder sind, die in kurzer Zeit aufeinander folgen. Und zwar so viele, dass das Auge die Einzelbilder nicht mehr wahrnehmen kann. Und dann wird aus einer Reihe von Bildern ein Film oder eine Bewegung. Wie schnell ist unser Auge? Nun ja, wir können nur alle 1/60 Sekunden bzw. 0,017 Sekunden oder 17 Millisekunden einen Reiz wahrnehmen. Dazwischen sind unsere Lichtsinneszellen nicht mehr aktivierbar. Diese nicht aktivierbare Zeit wird Refraktärzeit genannt. Die kommt bei vielen Sachen vor, die gibt es auch beim Herzmuskel, aber wir brauchen sie jetzt erstmal fürs Auge. Refraktärzeit bezeichnet halt immer die Zeit, bis ein Reiz wieder eintreten kann. Das bedeutet logischerweise, dass wir bei 60 Bildern pro Sekunde, das sind 60 Hertz, keine Einzelbilder mehr unterscheiden, sehen können und damit sehen wir dann eine fließende Bewegung. Je mehr Einzelbilder pro Zeit wahrgenommen werden können, desto geringer ist natürlich auch die Reaktionszeit, denn wir können ja schneller reagieren. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum Fliegen uns so gut ausweichen können. Sie können 240 Bilder pro Sekunde wahrnehmen, und damit nehmen sie die Welt quasi sozusagen viermal so schnell wahr wie wir, weshalb ihnen unsere Bewegungen wie in Zeitlupe vorkommen können. Ich versuche das mir darzustellen, rollender Kreis mit 10 Bildern pro Sekunde. Man sieht hier gut die Einzelbilder. Dann kann ich noch anbieten einen Rollenkreis mit 20 Bildern pro Sekunde, was allerdings nicht ganz stimmt. Allerdings wirkt es schon flüssiger. Ich wollte auch gerne noch 40 Bilder machen, da wäre es nämlich flüssig geworden. Allerdings habe ich festgestellt, dass das die Fähigkeiten des Präsentationsprogramms übersteigt. Ich kann da nicht mehr als 0,1 Millisekunden Abstand machen. Das heißt, quasi die 20 Bilder pro Sekunde, die wir gerade gesehen haben, waren eigentlich auch 0,1 Millisekunden, also 10 Bilder pro Sekunde. Allerdings, da es mehr Bilder waren, sah es flüssiger aus. Deswegen müsste es mir jetzt leider einfach glauben, ab quasi 60 Bildern pro Sekunde sehen wir garantiert nur noch Bewegung. Damit kommen wir auch zur Übung oder zu den Übungen. Wie immer habe ich einige kleine Aufgaben für euch zusammengestellt, um das, was wir gerade gehört haben, auch lernen anzuwenden, auch selber zu nutzen, quasi zu elaborieren. Und ich würde euch an der Stelle wieder bitten, pausiert das Video, nehmt euch irgendwas, wo ihr Notizen machen könnt und löst die Aufgaben. Ich bringe gleich natürlich zur Lösung weiter und dann schauen wir mal, was rauskommt. Viel Erfolg! Okay, kommen wir damit zur ersten von 6 Lösungsfolien. Erste Frage war, worum es sich denn beim Sehen überhaupt handelt? Eine Frage, die einfach klingt, aber gar nicht so leicht zu beantworten ist, denn es ist die Wahrnehmung von Lichtreizen bzw. Photonen mittels photosensitiver Sinneszellen, also lichtempfindlicher Sinneszellen, die sich meist in Augen befinden. Zweitens, was ist Licht? Auch eine theoretisch leicht klingende Frage, aber wissenschaftlich schwer zu beantworten. Licht ist allerdings der sichtbare Teil der elektromagnetischen Strahlung. Und für jeder, der sagt, das sei einfach, dem gebe ich folgenden Tipp. Er nehme sich einen Bekannten oder meinetwegen auch einen Unbekannten und fragt ihn, was Licht ist und hört sich mal die Erklärung an. Ich habe das getestet, ist teilweise sehr amüsant. Drittens, wie hängen Farbe und Licht zusammen? Erläutere den Zusammenhang anhand der dargestellten Grafik und erkläre dabei, welches Licht hierbei reflektiert werden muss und zeichne dieses in die Grafik ein. Ja, eingezeichnet ist es schon, das ist das Grüne. Und die Antwort ist, das, was wir als Farbe wahrnehmen, ist der reflektierte Teil des Lichts. In unserer Grafik hier trifft weißes Licht, also quasi buntes Licht, welches alle Farbstrecken hat, auf ein grünes Dreieck. Und dies erscheint halt deswegen grün, weil es den grünen Lichter reflektiert, allerdings die anderen Farben absorbiert. Viertens, erläutere den Sehvorgang des Hell-Dunkel-Sehens und gehe dabei auf den Aufbau der Stäbchen ein. Ja, das ist quasi nochmal das Ganze, was ich schon mal hatte, aber ich lese es trotzdem mal vor. Stäbchen sind halt zylinderförmige Strukturen, welche nach außen gerichtet im Bereich der Außensegment genannt wird und von einer Plasmamembran umgeben ist,
dass lichtsensitive Moleküle Rhodopsin enthalten und dieses liegt in sogenannten Diskscheiben vor. Treffen Lichtteilchen, die Photonen genannt werden, auf dieses Rhodopsin, dann kommt es zu einem chemischen Umbau, also einer Isomerisierung, beziehungsweise einer damit einhergehenden Konformationsänderung, ein Umbau, bei der Meta-Rhodopsin 2, welches anschließend hydrolytisch in Opsin und Retinal gespalten wird, entsteht. Der Abbau bewirkt, dass cGMP innerhalb der Diskscheibe zu GMP abgebaut wird. Und wenn das passiert, dann kann der Natriumkanal nicht mehr offen gehalten werden, der bis dato offen war und einen ständigen Reiz hervorgerufen hat. Es kommt also nun dazu, dass er sich schließt und damit kommt es zu einer sogenannten Hyperpolarisation. Genau, solange er offen ist, findet Kationfluss über das Cerium zum Innensegment statt, welches über Mitochondrien, Golgi-Apparat, Zellkern verfügt und stoffwechselaktiv ist. Und durch die einströmenden Kationen werden in diesem Innensegment Glutaminsäurevesikel hergestellt. Die erreichen die angrenzende Synapse. Und als Neurotransmitter tun diese Aktionspotenziale, also Nervenimpulse quasi, generieren, welche im Nervenzentrum verarbeitet werden. So, nun trifft aber Licht darauf, das heißt, der Natriumkanal schließt sich. Damit kommt es zu keinem Kationfluss mehr. Und damit kann auch keine Glutaminsäure synthetisiert werden. Und damit bleiben auch die Aktionspotenziale aus. Und dieses Fehlen von einem Reiz, der bisher die ganze Zeit da war, wird vom Nervenzentrum als Lichtreiz interpretiert und als Bild entsprechend bewertet. Fünftens. Nenne drei Unterschiede zwischen skoptischen und photoptischen Sehen. Also hell-dunkel und bunt sehen quasi. Die aufgenommene Wellenlänge beim skoptischen Sehen ist 450 bis 550 Nanometer. Beim photoptischen Sehen gehen wir jeweils um 100 runter und gehen auch um 100 rauf. Das ist nämlich von 350 bis 650 Nanometern. Mindestreiz, den wir für skoptische Sehen benötigen, ist 50 Photonen. Für das photoptische Sehen brauchen wir schon 200 Photonen. Art des Sehens, wie ich schon sagte, skoptisch ist hell-dunkel. Photoptisch ist das Farbsehen. Der Rezeptor, den wir dafür brauchen, ist bei den skoptischen Sehen die Stäbchen und bei den photoptischen Sehen wird dieser Rezeptor oder diese Rezeptoren Zapfen genannt. Damit kommen wir zu sechstens. Unterscheide die Zapfenarten hinsichtlich der wahrgenommenen Farbe und der absorbierten Wellenlänge. Gegeben ist jetzt schon S-, M- und L-Zapfen. Ja, S-Zapfen sind blau, M-Zapfen grün und L-Zapfen sind gelbrot. Die dazu passende Wellenlänge für S ist 350 bis 450 Nanometern, für M 450 bis 550 und für L 550 bis 650 Nanometer. Siebtens, was sind optische Illusionen und worauf beruhen sie? Nenne und erkläre dazu ein Beispiel. Ja, optische Illusionen sind einfach ausgedrückt falsch interpretierte Wahrnehmungen durch das Auge, die darauf beruhen, dass das Bild, was wir sehen, nicht die wirkliche Widerspiegelung der aufgenommenen Lichtreize darstellt, sondern bereits durch das Gehirn interpretierte Darstellung ist, in die unser Gehirn bereits Erfahrungen und Erinnerungen interpretiert hat. Beispiele sehen wir von den Folien 12 bis 14. Achtens. Worin besteht unter biologischen Aspekten der Unterschied zwischen Bildern und Filmen? Ja, Filme bestehen aus Bildern, ist also quasi ein Untergebiet, wenn wir so wollen. Allerdings, wenn die Anzahl der Bilder pro Sekunde so hoch sind, dass sie nicht mehr als einzelne Bilderreize wahrgenommen werden können, bei Menschen sind das maximal 60 Bilder pro Sekunde, meist sogar weniger, dann werden sie als Bewegung bzw. Film wahrgenommen. Ja, das war quasi schon die ganze Übung dazu. Damit haben wir auch das Thema Auge jetzt abgeschlossen. Ein sehr interessantes Thema, muss ich sagen, Sinne ja allgemein, denn ja, wir gehen damit wortwörtlich durchs Leben. Niemand hätte die Präsentation sehen können ohne das Sehen. Und die nächste Präsentation, die folgt, wird schon das Hören drehen. Das heißt, quasi alles nur, was meine Stimme angeht. Und damit ihr mich überhaupt hören könnt, das ist Thema der nächsten Vorlesung.
Und bis dahin verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Eine gute Bewertung würde mir helfen. Daumen hoch hilft mir auch sehr. Ich verabschiede mich in ein wunderschönes Wochenende bei mir. Vielleicht bei euch noch einen schönen Tag. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Tschüss!